Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Johannesgemeinde. Dies ist unser erster Podcast im Jahr 2020. Wir hoffen, ihr hattet alle eine tolle Zeit mit Familie und Freunden und konntet gut ins neue Jahr starten. Wir sind eine evangelische Kirchengemeinde im Südosten Melbournes und wünschen dir alles Gute im neuen Jahr 2020. Happy New Year 2020. Woohoo, 2020. In unserem Podcast gibt es immer Informationen zu kommenden Terminen und Treffen in deiner Nähe. Es gibt einen Monatsimpuls, um dich durch Gottes Wort zu stärken, motivieren, trösten und erbauen. Und was geht ab in Melbourne? Wisst ihr mehr als wir? Das könnt ihr uns gerne in einem Comment oder als Feedback mitteilen. Nebenbei Feedback. Wir bekommen so viele Comments von euch. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns, euch zu antworten und euch zu helfen, denn so soll es sein in einer Community. Wir sind für euch da. Ich bin Peter Demuth, der Theologe unserer Gemeinde, und hier mit mir ist Tim Lewinsky, der Office Master. Bevor wir mit unserem normalen Programm fortfahren, würden wir euch darum bitten, in euch zu gehen, um mit uns zu beten und Gottes Kraft an all diejenigen schicken, die durch die Waldbrände betroffen sind. Dieses Gebet werde ich auf Englisch sprechen und wir beten gemeinsam. Heavenly Father, Creator of all things, especially the Creator of this land and its original peoples, we call out to you in these desperate times as fires have swept across several parts of our country. Our hearts cry out to you for those who have lost loved ones and those who have lost properties in the wake of these ravaging fires. We pray for all animals perished or injured. We pray, Father, in your mercy, restrain the forces of nature from creating catastrophic damage. In your mercy, protect human life. And guard those volunteers, rural fire service personnel and emergency services, who selflessly step into the breach to fight these fires. Guide police and authorities who help evacuate shelter and those who are displaced. And Lord, bring comfort and healing to all who suffer loss. We bring this request before you in the name of your Son who died and rose again for our deliverance. Amen. Let's get started mit unserem Programm im Januar. Diesen Monat haben wir eher einen ruhigen Monat, dennoch haben wir so ein paar spannende Angebote für euch. Heute um 19 Uhr bei uns in der Johannesgemeinde, Time to Worship, ein Abend, um gemeinsam zu beten und sich auf das neue Jahr einzurichten. Singen gehört dazu und auch ein gemeinsames Abendessen. Wir laden herzlich dazu ein. Das Treffen findet in Englisch statt. Am Sonntag, den 19. Januar, ist X-Church Sunday, a very special worship held in English. Und die deutsche Spielgruppe ist wieder zurück vom Urlaub und trifft sich am nächsten Donnerstag, den 23. Januar und dann auch am 30. hier bei uns in der Johannesgemeinde um 10 Uhr. English Worship, 11:30 a.m., 26th of January in 2020. Und am nächsten Dienstag gibt es ein Seniors Meetup um 13 Uhr zum Thema Australia Day. Und am 6. Februar feiern die Senioren Karneval. Herzliche Einladung dazu. Was mich zu etwas, was am Anfang dieses Jahres steht, führt. Und zwar habe ich mich an diesen Text erinnert aus dem Buch Josua. Das ist ein Buch aus dem Alten Testament. Und dort lesen wir Folgendes. Sei getrost und unverzagt, da spricht Gott, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zu rechten noch zu linken, auf dass du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Mund kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was dir darin geschrieben steht. Dann wird es dir
auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt? Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Auswanderung. Kannst du dich noch daran erinnern? Weißt du noch, wie das war? Immer wieder denke ich auch jetzt noch, nach 4 Jahren hier in Springvale, an die Zeit des Umzugs. Und dir geht es manchmal bestimmt auch so. So eine Auswanderung prägt uns mehr, als wir das eigentlich geahnt haben. Auswandern, das ist schon ein großer Schritt. Auch heute noch. Weißt du noch, wie die Spannung immer größer wurde, als du anfingst, alles einzupacken, den Haushalt aufzulösen? Vieles hast du schon weggegeben, rausgeschmissen oder eingepackt. Und dann kam der Tag der Abreise immer näher und die Spannung, etwas Angst und Sorge machten sich breit. Was wird mich erwarten? Wie wird es sein? Wo werde ich wohnen? Habe ich einen Plan B? Was erwartet mich? Und mache ich das Richtige? Oder was habe ich mir bloß dabei gedacht, diesen Schritt zu tun? Aber dann geht es los. Man steht mit Gepäck und Sack und Pack am Bahnsteig, am Flughafen oder im Hafen. Man winkt zu und gibt sich ganz mutig und zeigt nicht, dass einem die Zähne klappen und das Herz fast in der Hose sitzt. Vielleicht kommt auch die eine oder andere Träne im Angesicht der Familien und Freunde, die man jetzt eine Zeit lang, wer weiß wie lange, nicht mehr sieht. Und dann winken wir und es geht los. Das Ankommen ist aber genauso spannungsvoll. Und alles ist so ähnlich, aber doch anders, als man es sich vorgestellt hat. Genauso ging es dem Volk Israel, als sie aus Ägypten in das verheißene Land flohen. Zugegeben, eine ziemlich lange 40-jährige Reise, beschwerlich und voller Sorge, aber auch voller Hoffnungen und Träume. Immer wieder die Hoffnung und Sorge vor Augen und immer wieder der wehmütige Rückblick zurück. Wir wandern auch aus. Du und ich aus dem alten Jahr in das neue Jahr 2019 hin zu 2020. Und ja, wir tun es genauso, wie wir es noch erlebt haben. Mit etwas Sorge, denn wir wissen nicht, was uns auf diesem Weg durch das Jahr 2020 erwarten wird. Wir blicken mit Bangen darauf, wenn wir nur schon anfangen aufzuzählen, was alles passieren könnte. Ein Unfall, Krankheit, eine finanzielle Krise oder Umweltkatastrophen, so wie wir sie gerade erleben. Josua teilt unsere Sorgen. Und ihm, wie auch uns, ist Gottes Zusage wichtig und sie tut gut. Gott sagt, du kennst den Weg und du kennst die Weisung, das Gesetz und all das, was ich dir zugesagt habe. Und du weißt, ich bin bei dir. Ich, der Herr, der Allmächtige, an deiner Seite. Murmel es dir Tag und Nacht vor. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Jesus sagte einmal, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er sagte auch, der Weg ist der Weg der Liebe. Der Weg ist der, dass du dich neu auf mich und meinen Vater verlässt. Und es ist nie zu spät. 2020 kann durchaus so ein Jahr sein, in dem du dich mehr auf Gott, mehr auf Liebe, mehr auf Frieden, mehr auf keine falschen Zeugnisse reden, mehr auf Ehre, Vater und Mutter einlassen kannst und dich ein kleines Stück mehr auf Gott verlassen kannst, denn er will dich segnen, er will dich behüten auf allen deinen Wegen und er wird an deiner Seite sein in diesem Jahr 2020. Mit dieser Hoffnung blicken wir nach vorne und wandern aus. Eine gute Reise wünsche ich und bis zum nächsten Podcast. Was war das nicht für eine tolle Andacht? Die passt doch sehr gut und besonders zum Jahr 2020.
Wir danken euch wie immer fürs Zuhören und Teilen. Einfach klasse, wie ihr da draußen seid. Wir sind froh, euch zu haben. Habt einen tollen Januar und bis demnächst. Tschüss, wird Gott, ciao und bye.